Sturmmänner! Sieht aus wie die Windgestalt. Es ist die Windgestalt. Sie löscht die Feuer. Die Windgestalt wird die Feuer löschen. Feuer. Viele Feuer. Falsche Feuer. Die Schiffe. Die Schiffe laufen auf Grund. Sie sterben. Alle sterben. Bremster ist ein kleines Fischerdorf an der Nordsee. Bis vor 100 Jahren sollen die Bewohner da noch Strandpiraterie getrieben haben. Man sagt, dass sich hinter den Masken der Strandpiraten ehrbare Bürger verborgen hatten. In dieser Sturmnacht machten der Wind und das Meer dem Dorf Bremster ein schreckliches Geschenk. Ein Schiff strandete durch falsche Signalfeuer und dadurch kam das Böse in Bremster an Land. Elche, die Tochter des Apothekers, ist Priesterin der Göttin Mandara, der Göttin des Bösen geworden. Nun, kleine Elche, bist du eine Priesterin der Göttin Mandara. Immer deinen Atem nach. Henrik, du musst dir was erzählen. Du mir, ich dir, komm schnell. Ich glaube, Lütti und seine Fische haben ein falsches Ei gelegt. Ja, aber... Henrik! Mensch, Walross, mach doch die Leine locker. Na, wie denn? Löst den Knoten und lass ihn langsam herunter. Shabu, alles in Ordnung? Ja, nicht sehr bequem. Vielleicht bist du frei, Shabu. Oh! Henrik, hat dir eine Möwe das Gehirn ausgepickt? Langsam, hatte ich gesagt. Er war mir zu schwer. Lötig ist ein Sturmmann. Ach, jetzt weiß ich, wie ein Fisch zumute ist. Ich fange nie mehr Fische. Naja, Fisch ist Fisch und Mensch ist Mensch. Ich war auf dem Weg zu dir, als sie mich gefangen haben, aber... Aber ich wäre ohnehin zu spät gekommen. Kleine Schwester, berühre niemanden mit den Fingern der linken Hand, Elche. Versprich es mir. Versprochen. Aber warum eigentlich nicht? Hm.
Schön, nicht? Herr Professor, sind hier? Ich habe Sie gar nicht gehört. Geben Sie mir das Amulett. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Geben Sie es mir. Ihnen nützt es nichts und ich. Ich käme einen großen Schritt weiter. Was bieten Sie? Wenn Sie mir das Amulett gegeben haben, alles. Alles, was Sie wollen. Nein, nicht, wenn ich es Ihnen gegeben habe. Vorher? Lotus, ein Geschäft ist eine Sache des Vertrauens. Nein, ein Geschäft ist eine Sache des Profits. Sie haben recht. Sie werden der reichste Mann an dieser Küste werden, wenn Sie mir das Amulett gegeben haben. Nein, nein, Herr Professor. Aber ich wäre einverstanden mit hier Ware, hier Amulett. Das ist doch ein anständiges Angebot, oder? Es ist seltsam, wenn ein Dämon und ein Sturmmann von Anständigkeit sprechen. Du bist frei. Wie du siehst. Verschwinde! Unter diesem Dach hast eher du nichts verloren. Also geh und entweihe nicht diese Stätte eines Glaubens. Lauders! Gib mir das Amulett. Wenn du es ihm gibst, wird er dich, wird er alle vernichten. Du darfst es ihm nicht geben. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin ein freier Mann. Wenn ihm jemand das Amulett freiwillig gibt, Lodders, kann das Böse alles beherrschen. Ich habe es verloren, Lodders, als du und deine Männer mich überfallen haben. Gib es mir zurück. Warum soll ich es dir zurückgeben? Warum soll ich es dir geben? Es gibt keinen Grund dafür. Beweise mir, dass du es verloren hast. Beweise mir, dass es dir gehört. Und außerdem, meine Männer und ich sollen dich überfallen haben. Ich habe keine Männer. Und ich überfalle niemanden. Ich bin Küster dieser Kirche und ein ehrbarer Bürger. Du bist ein Sturmer, du bist ein Pirat, du bist ein Mörder und ein Dieb. Was glaubst du, was ich hier habe? Ein gelber Elefant. Ach, Elche, schau mal. Asta hat Nachwuchs bekommen. Möchtest du nicht mal streicheln? Was hast du? Hendrik, du darfst es niemandem erzählen. Was denn? Bestimmt nicht. Eher ein Wort. Wenn ich den Hund mit der linken Hand berühre, dann stirbt er. Du spinnst. Oh nein, leider nicht. Ich kann es dir beweisen.
Ich sage euch, das Beste ist, wir schmelzen diese vierhändige Jungfer zu einer Kugel und rollen sie dann ins Meer. Mir geht das Weib langsam auf die Nerven. Das ist doch nicht ein Ernst, Steinmetz. Schließlich ist das eine religiöse Figur. Dann nimm sie doch in deine Kirche, damit ich hier Platz kriege. Ja, du redst dich leicht. Diese Mandara gehört einer heidnischen Religion an. Eine Glaubensform, die wir gar nicht kennen. Ich glaube, das würde unser Bischof nicht erlauben. Hallo, Elche. Ganz bestimmt nicht. Und eigentlich gehört sie dir, ja, Apotheker. Schließlich hat Elche sie ja gefunden. Zerbrich du dir doch den Kopf, was du damit machst. Ich will sie nicht im Haus haben. Ich weiß nicht warum, aber tut mir leid, Elche. Bringen wir sie doch nach Polda, zu einem Trödler. Nein, bitte nicht. Da können wir sie gleich ins Meer werfen und sparen uns die Mühen des Transportes. Diese Trödler sind doch alle Gauner. Lass sie doch in Bremster. Bitte. Kleine Priesterin. Elche. Sag ihnen, sie sollen deine Göttin auf den Friedhof stellen. Auf den Friedhof. Auf den Friedhof. Was ist mit dem Friedhof? Shabu? Nein. Ich meine Mandara. Stellen wir Mandara auf den Friedhof. Dort stört sie niemanden. Und den Toten ist es bestimmt gleichgültig, ob sie da steht oder nicht. Bitte stellen wir sie auf den Friedhof. Dumm ist Elches Vorschlag nicht. Das hätte uns auch einfallen können. Meinetwegen. Damit sie zur Ruhe kommt. Schönen Tag, Frau Hans. Tag. Elche. Entschuldige, ich war blöd. Ich kann dich schon verstehen. Und blöd bist du ja öfter. Das bin ich nur, weil ich schon so lange mit dir befreundet bin. Ha! Ich mache mir Sorgen um Shabu. Und ich mir um dich. Das mit deiner Hand? Ist jetzt nicht wichtig. Seit wir Shabu befreit haben, ist er verschwunden. Shabu! Shabu, bist du da? Hendrik, deine Idee war richtig. Er ist da. Shabu, wir hatten Angst um dich. Ja, das stimmt. Ich musste fort. Man hätte sonst vielleicht gedacht, ich hätte Lodders getötet. Ach, du weißt schon davon. Lodders war der Chef der Sturmmänner. Ja, das ist schlimm. Er ließ die falschen Signalfeuer setzen. Mit ihm hat das Übel begonnen. Und sowas war Küster. Passt genau hin. Der Deichgraf. Sie. Wer seid ihr? Wir sind Männer der Gerechtigkeit. Dann nehmt die Masken ab. Die Gerechtigkeit braucht sich nicht zu verstecken. Die Gerechtigkeit hat nur ein Gesicht, Herr. Die Menschen viele. Ihr kennt mich? Ja, Deichgraf. Wir kennen dich. Wenn ihr nicht wollt, dass ich euch alle vor den Richter bringe, überlasst mir euren Gefangenen. Ihr könnt uns nicht vor Gericht bringen, Herr, denn ihr wisst nicht, wer wir sind. Glücklich. Grönebaum. Hannegießer. Wollt ihr noch mehr Namen hören? Es hat keinen Sinn. Tun wir nach seinem Willen. Geben wir ihm den Gefangenen. Hier, Deichgraf.
Dürfen wir jetzt gehen, Herr? Ihr dürft nicht gehen, ihr sollt laufen. Laufen, hab ich gesagt! Du kannst mir nichts tun. Ich habe dir nicht das Leben gerettet, um es dir zu nehmen. Vater, Vater! Sturmmänner haben Sabu entführt. Ja, und gefesselt. Wo denn? Bei den Islanddünen. Ihr müsst ihm helfen, ihr müsst ihn befreien. Was? So tut doch was! Elche gegen die Sturmhänger. Können wir nichts tun. Ich habe dir das Leben gerettet. Jetzt gebe ich dir die Freiheit. Ich tue es freiwillig. Wenn du mir freiwillig den Stein des Großen Rates gibst. Mich legst du nicht herein. Dein Großmut ist nur Berechnung. Dein selbstloses Handeln ein einziger Betrug. Verschwinde! Du undankbarer Wurm! Aber glaube, der Tag wird kommen, an dem ich dich bezwingen werde, ob du es nun willst oder nicht. Du entkommst uns nicht. Was wollt ihr denn von mir? Zuerst wollten wir nur dein Leben, aber jetzt wollen wir auch diesen Stein. Das ist er. Ich habe es verloren, wirklich. Du Schwein. Du verdammtes Schwein. Hilf mir. Ich habe dich gerettet. Du hast gesagt, du wirst es mir nie vergessen. Das werde ich auch nicht. Das werde ich nicht. Was wollt ihr? Deinen Tod. Wenn wir eine Spur finden, werde ich gegen die Sturmmänner vorgehen. Das verspreche ich dir, Elche. Gestern dachte ich, du wärst feige, Vater. Ich bin froh, dass mein Vater kein Feigling ist. Aber wir müssen vorsichtig sein. Die Sturmmänner sind sehr gefährlich. Sieht aber gar nicht gut aus. Ruhig, nicht aufregen. Da ist wohl nichts mehr zu machen. Man sollte sie erlösen. Ich mach das, Vater. Du? Aber Elche. Siehst du meine Finger? Jetzt pass auf. Sturmmänner! Sieht aus wie die Windgestalt. Es ist die Windgestalt.
Sie löscht die Feuer. Die Bildgestalt wird die Feuer löschen. Feuer. Viele Feuer. Falsche Feuer. Die Schiffe. Die Schiffe laufen auf Grund. Sie sterben. Alle sterben. Aber Elche, um Gottes Willen, was ist denn, was ist geschehen? Elche vertraut sich ihrem Vater an. Sie sagt ihm, dass sie eine Priesterin von Mandara geworden ist, dass das Böse sie Stück für Stück erfassen wird, dass sie den Tod bringt. Vater Tim will das Böse vernichten. Da das aber nicht möglich ist, will er es fesseln, einkerkern, damit es sich nicht weiter ausbreiten kann. Zur Vollendung ist ein Weg der Demut. Nur Schritt für Schritt kommen wir der Vollendung näher.